Ja, die unglaubliche Geschichte von Abdul Karim geht weiter. Wir klappern hier sämtliche Hotels und Pensionen sowie zu vermietende Häuser ab und werden überall abgewiesen. Die Association aller Hotels in Mytilini hat gemeinschaftlich beschlossen, keine Flüchtlinge aufzunehmen als Gäste, auch wenn wir für die Kosten aufkommen. Und ja, wir sind jetzt hier erneut vor einem Hotel, wo uns der Direktor an der Rezeption gesagt hat, keine Chance, auch wenn die Menschen im Rollstuhl sitzen und Behinderungen haben. Das Hotel steht leer und trotzdem darf Abdul Karim hier nicht hin. Also wir sind ein kleines bisschen verzweifelt. Das Hotel, wo Sie jetzt gerade ausnahmsweise untergekommen sind, das hat uns jetzt noch eine letzte Nacht ermöglicht. Aber wir stehen hier vor großen Herausforderungen und es ist für mich entsetzlich, dass es nicht möglich ist, obwohl wir bezahlen, hier eine Bleibe für diese Menschen zu finden.